damals, wo ich dann dafür meine Ausbildung abgebrochen habe für Berlin Tag und Nacht, dachte ich auch echt, boah, mache ich das jetzt wirklich? Das ist natürlich das größte Tabuthema in Deutschland. Da geht ihr ja in tiefen Rhein, da traut sich ja keiner hin. Ja, außer genau. Tatort. Bei Berlin Tag und Nacht, das ist ja schon so ein bisschen Improvisation, ne? Aber man kriegt halt natürlich trotzdem Drehbücher. Wie groß war der Schock? Der Schock war riesig. Und ich dachte halt, er hat kein Unterbein. Aktuell läuft es bei Berlin Tag und Nacht nicht so gut, ne? Die großen Quotenwunderzeiten sind so ein bisschen gerade im Tief. Matthias Höhn ist zu Gast, ich freue mich sehr, wie geht's dir? Sehr gut, danke für die Einladung und ich freue mich auf die kommenden Minuten. Ja, ich mich auch. Du bist ja in einer der abgefahrensten Storylines im deutschen Fernsehen die Hauptfigur. Ja. Ich finde das Wahnsinn. Wenn ich mit Leuten darüber spreche, glauben die mir nicht, dass es das wirklich gibt. Bei Berlin Tag und Nacht spielst du den Pascal. Genau. Was ist ihm zugestoßen, dass eigentlich ganz Deutschland darüber spricht? Ja, also die Rolle wurde vergewaltigt. Das war in einer Partynacht. Er wollte ja eigentlich nach Marseille gehen und dort seinen Traum vom Profifußball verwirklichen. Und ja, in der letzten Nacht quasi, bevor es dann nach Marseille ginge, wurde er dann von drei Männern überwältigt und vergewaltigt. Komm doch her, super, hey. Was wollt ihr? Verpisst euch, reicht. Reicht, Alter. Hä? Ah! Oh! Oh! Na, Superheld, hä? Nick! Nick, hilf mir! Mann. Ja. Was war das für ein Moment, als du das Drehbuch in der Hand hattest und das gelesen hast? Oder hast du vorher schon gewusst, dass das kommt? Ja, genau. Also, es wurde mit mir gesprochen, sagen wir so. Und man hat mir dann gesagt, ja, wie ich denn dazu stehe und so, ne? Und ich habe dann gesagt, dass ich das auf jeden Fall mache. Ich finde das ja, es war natürlich für mich als Schauspieler eine große Herausforderung. Und auch eine krasse Erfahrung und deswegen, das hört sich immer so komisch an, wenn man das sagt, aber das hat trotzdem natürlich für mich sehr weitergebracht als Schauspieler und deswegen war ich da auch voller Euphorie, das Ganze zu drehen. Das ist natürlich, wenn nicht überhaupt, das größte Tabuthema in Deutschland. Ein Mann, der von Männern einem Mann vergewaltigt wird. Mhm. Wie ist der Zuspruch? Hast du Nachrichten erhalten von Leuten, denen genau das passiert ist? Ja, ich habe viele Nachrichten erhalten. Auch Leuten, denen das passiert ist, ob Misshandlung, Vergewaltigung, was auch immer. Also ich habe echt viele Nachrichten bekommen, aber ich habe auch viel, ich habe keine negativen Nachrichten im Sinne von, dass es irgendwie blöd ist, dass man das nicht gut findet oder so, dass man das im Fernsehen zeigt, sondern ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen, sei es zu der Leistung als Schauspieler oder auch zu dem Thema, dass das überhaupt angeschnitten wird. Und das ist ja doch schon ein sehr schmaler Grat gewesen, auch das wusste man auch vorher, weil wenn man das irgendwie falsch erzählt oder wenn man das nicht richtig rüberbringt, kann es ganz schnell in die falsche Bahn laufen und dann kann es auch ganz schnell zu einer Lachnummer werden. Und deswegen sind wir alle heilfroh, dass es so ausgegangen ist. Und sind auch stolz drauf, was wir da geleistet haben. Hättest du sagen können, ich will das nicht machen und was wäre dann passiert? Ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht gemacht. Deswegen kann ich es gar nicht so wirklich beurteilen. Und ich weiß nicht, was dann passiert wäre oder wie man sich dann geeinigt hätte. Ob das dann irgendwie nicht gemacht wird, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich habe nie darüber nachgedacht und ich habe auch nie irgendwie angemerkt, dass ich es vielleicht nicht drehen wollen würde. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache es und deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Wie bereitet man sich darauf vor? Hast du Schauspiel gelernt? Nee, ich habe Schauspiel nicht gelernt. Ich wurde da ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, sagen wir so. Und ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich erstmal vorher mich viel damit befasst habe, überhaupt mit dem Thema, weil es ist ja doch ein Thema, mit dem man sich jetzt vielleicht als private Person nicht tagtäglich informiert. Und deswegen habe ich erstmal mich darüber wirklich weitgehend belesen und auch betroffene Fälle mir angeguckt und so und auch in Foren geschaut. Und aber auch wiederum die Produktion, da war eine Zusammenarbeit mit mir sehr gut. Und ansonsten viel Drehbücher lesen, in- und auswendig lernen, sage ich mal, ne? Irgendwie genau wissen und das sich auch bildlich vorstellen. Und ich bin auch froh, dass das alles dann vor Ort so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, weil es war auch doch schon eine angespannte Stimmung, sage ich mal. Und aber es ist alles gut gegangen. Der Abend, bevor ihr das gedreht habt, was hast du da gedacht? Es ist ja wirklich, ist ja eine irre Herausforderung. Ja. Bei Berlin Tag und Nacht, klar, Daily Soaps oder in dem Fall auch eine Scripted Reality hat natürlich seine üblichen Themen, ne? Liebe hier, Job da, dies, das. Aber das ist ja wirklich, da geht ihr ja in tiefen Rhein, da traut sich ja keiner hin.
Ja, außer genau. Meinen Tatort. Genau. Und das war auch, also in Daily Soaps wurde es mir zumindest so gesagt, ich habe das jetzt nicht irgendwie großartig nachgeforscht, aber wurde mir gesagt, dass es auch, glaube ich, einer der ersten männlichen Vergewaltigungen im deutschen Fernsehen ist, was Daily Soaps betrifft. Und deswegen war natürlich doch schon, dann, wo mir das gesagt wurde, dachte ich dann so, okay, krass so. Ja. Ja, der Abend davor, der war halt wirklich, ich habe mich da viel zurückgezogen, also ich habe mich in mein Bett gelegt und habe da genau drüber nachgedacht, also ich habe mich da wirklich viel drauf vorbereitet, auch wochenlang schon vorher so und konnte es auch dann irgendwann gar nicht mehr abwarten, da ich dachte mir so, ey, ich will das jetzt drehen. Ja, habe mich sehr früh ins Bett gelegt und habe dann morgens auch noch mit unserem Schauspielcoach, habe ich dann auch nochmal Kontakt gehalten, die waren dann auch am Set und so und dann so ein paar Übungen gemacht und ja, uns drauf vorbereitet und ja, so war mein Abend davor. Sehr aufregend auf jeden Fall. Und jetzt tatsächlich jemand, der indirekt als Ansprechpartner für sowas ja da ist. Ist das eine Rolle, die du annimmst? Oder ist das, weil es ist ja schon eine sehr, sehr lange her, dass es gedreht wurde. Das war jetzt nicht letzte Woche, nur weil es im Fernsehen lief, das ist ja schon längst passiert. Ja. Entfernst du dich von dem Thema langsam oder ist das aufgrund der ganzen Reaktion sehr präsent? Also ich muss sagen, ich entferne mich eigentlich relativ davon, weil ich muss sagen, ich sehe mich jetzt nicht als so als jemand, der mir dann irgendwie schreibt und dem ich dann jetzt großartig so helfen kann, weil ich als Matthias, mir ist das ja nicht passiert, das ist meine Rolle passiert und das differenziere ich schon sehr klar und klar habe ich mich in Dinge sozusagen reingedacht, ne, und habe das dann auch gefühlt in dem Moment. Ich glaube, das hat man auch ganz gut gesehen und aber so als Person, dass ich jetzt irgendwie angesprochen werde und sagen, kannst du uns helfen oder kannst du mir helfen oder so. Klar versucht man das, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der Ansprechpartner dafür. Mittlerweile gibt es auch viel, viel mehr in deinem Leben als nur Berlin Tag und Nacht. Du hast die große Liebe dort gefunden und bist mittlerweile Papa. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein junger Papa, ne? Ja, ich bin ein sehr junger Papa. Krass, hättest du gedacht, dass du so jung schon sagst, das ist mein Kind? Nee, hätte ich auf gar keinen Fall gedacht. Also wenn man mir das vor, ja, ich sag mal 3 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich gesagt so, boah, echt, also wie soll das denn passieren? Die Aufklärung war später, ja. Nee, aber wie soll das denn passieren? Da waren noch ganz andere Dinge in meinem Kopf. Aber mein Leben hat sich in den letzten 2 Jahren sehr stark verändert, sei es Berlin Tag und Nacht, sei es mein Familienleben. Und deswegen, ja, also es ist sehr aufregend, aber auch richtig, richtig schön. Also es ist bisher die schönste Zeit in meinem Leben, die letzten 2 Jahre. Das glaube ich. Und dein Kind hat einen richtig schönen Namen. Ja, Milan. Ja, richtig schön. Wie kamst du Berlin Tag und Nacht? Stand das irgendwo bei dir? Hast du gesagt, ey, ich bin jetzt 10. Klasse, ich habe so Bock auf Berlin Tag und Nacht? Oder nee, gar nicht. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe das vorher immer mal wieder ein bisschen geguckt, aber ich bin auch allgemein so ein bisschen so der Daily Soap-Gucker, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ja, voll. Also, was hast du vorher geguckt? Also ich habe Sturm der Liebe geguckt, ich habe GZSZ manchmal geguckt. So. Ich habe also ganz viele ja, kitschige Sachen, sage ich mal, habe ich mir echt manchmal reingezogen. Freiwillig? Ja, doch, schon freiwillig. Ja, krass. Doch, freiwillig. Ja. Und dann war halt eben auch manchmal Berlin Tag und Nacht so. Und ich dachte mir schon immer mal so, Mann, ich würde so gerne in so einer Daily Soap jetzt irgendwie mal mitmachen, so, weil es ist schon eine coole Sache. Und dann hatte ich meine Ausbildung angefangen zum Kaufmann für Marketing, Kommunikation in einer Komparsenagentur. Und war da 1,5 Jahre, glaube ich, habe ich das gemacht. Und dann habe ich in der Schule mal damals einen Anruf bekommen. Ob ich Lust habe, also es wird gerade eine Hauptrolle gesucht und ob ich Lust habe, zu so einem Casting dafür zu kommen. Nein, danke. Wiederhören. Ja, und da, nee, da war ich dann natürlich sofort so, ich bin dabei, ne? Also ich stelle mich da gerne vor und dann hat das im Endeffekt geklappt. Ja, und lustigerweise war mein allererster Dreh vor der Kamera mit Rolle Alessia, die jetzt meine Freundin ist. Und das war mein allererster Dreh und dann ein Jahr später habe ich dann die Hauptrolle bekommen und dann haben wir uns wieder dort getroffen. Und boom. Und boom, genau. Krass. Ja. Was musstest du machen beim Casting? Beim Casting, ach, das waren viele verschiedene Sachen. Man musste halt natürlich Emotionen versuchen zu zeigen, ne? Aber also ich würde mir das jetzt gerne nochmal angucken, wie ich das gemacht habe, weil ich, auch wenn ich das jetzt sehe, weil also ich hatte da wirklich Herzflattern bis zum geht nicht mehr. Ich war aufgeregt. Ey. Also ich würde es echt gerne mal wieder sehen, weil ich glaube, das ist schon eine krasse Sache. Ja, frag doch mal nach, das hat Filmpool doch bestimmt nicht, nein. Nee, vielleicht nicht, nee, muss ich mir mal angucken, ja. Aktuell läuft es bei Berlin Tag und Nacht nicht so gut, ne? Die großen Quotenwunderzeiten sind so ein bisschen gerade im Tief. Macht einem das Sorge oder ist das egal? Nee. Also davon bekommen wir auch als Darsteller oder Schauspieler relativ wenig mit. Ne? Wir machen unsere Arbeit vor der Kamera und den Rest kümmern sich die Leute im Büro und hinter der Kamera. RTL 2 meldet sich schon, wenn es Quotenrekorde gibt. Ja, genau. Dann kommt der 6 wieder ans Set. Ja. Wie viel Spaß ist dabei oder ist es wirklich knallhart Arbeit? Also nee, es ist schon viel Spaß dabei, weil ich glaube, sonst kann man den Job auch nicht machen, wenn man da keinen Spaß dran hat. Aber natürlich ist der Spaß, den man hat, auch knallharte Arbeit. Also das ist beides in einem. Und von daher, also vor allem auch die letzten 7, 8 Monate, vor allem bei mir, waren ja
sehr hart. Klar, so im Fokus musst du natürlich noch mehr abliefern. Wie viele Szenen am Tag habt ihr so? Also das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben von Montag bis Freitag und das ist aber mal so, also das kann man gar nicht genau definieren. Je nachdem, was man auch gerade dreht, so, ne? Wenn ich jetzt gerade nicht so wirklich jetzt eine große Geschichte habe, dann drehe ich vielleicht ein bisschen weniger. Wenn ich eine große Geschichte habe, drehe ich vielleicht. Matthias, komm mal ans Set, du musst einmal durch den Hintergrund laufen. Oh. Ich war vor 3 Wochen so, gerade da. So ist es auch nicht, so ist es auch nicht. Wie läuft das ab? Ihr kriegt die Drehbücher und da steht dann genau drin, was zu tun ist? Oder könnt ihr ein bisschen sagen, ich will das so und so machen? Nee, also bei Berlin Tag und Nacht, das ist ja schon so ein bisschen Improvisation, ne? Und, aber man kriegt halt natürlich trotzdem Drehbücher. Also man kann dann nicht einfach frei Schnauze jetzt sagen, oh, ich mache jetzt das, weil sonst, glaube ich, kommt dabei wenig raus. Und deswegen hat man schon eine Vorgabe, an die man sich ja, halten sollte. Wie viel Vorlauf habt ihr? Also was jetzt im Fernsehen läuft, ist vor wie vielen Wochen gedreht worden? Ungefähr? Das ist vor circa... Ja, vor 3 Monaten circa. Ach, krass. Das ist, so, ja, so. Das ist so geil, wenn dann Leute auf der Straße kommen und sagen, so abgefahren, was bei dir gerade passiert. Ja, ja genau. Nee, aber es ist immer, also es kommt immer drauf an, aber so circa 2 bis 3 Monate, ja. Hättest du gedacht, dass dein Leben mal so wird, wie es jetzt ist? Nee, absolut gar nicht, gar nicht. Aber ich bin sowas von froh, dass es so gekommen ist. Also ich hätte auch damals, wo ich dann dafür meine Ausbildung abgebrochen habe, für Berlin Tag und Nacht, dachte ich auch echt, boah, mache ich das jetzt wirklich so? Meine Eltern werden mich lieben. Ja, genau, meine Eltern sind auch noch Lehrer, beide. Und schön, ist das Ihr Sohn, der dort... Ja, genau, nee. Aber das war wirklich, also das war eine schwierige Entscheidung, aber jetzt bin ich total froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Das ist auch dein Leben. Ja, das stimmt wohl. Dein Instagram-Account und der Account deiner Freundin Jennifer zusammen, ihr seid bei knapp 900.000 Followern. Mhm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wie viel gebt ihr Preis? Von unserem Leben geben wir relativ viel Preis, muss man schon sagen. Ne? Aber das gehört halt auch einfach zum Job so dazu. So, ne? Wir sind halt jetzt auch keine Schauspieler, die... also wir sind halt nah dran so, ne? An den Menschen. So. Und Berlin Tag und Nacht ist natürlich auch noch eine Serie, die so Reality ist. Und ja, die Fans und die Leute mögen das einfach, wenn man da relativ viel Preis gibt. Man muss natürlich wissen, okay, wo setze ich eine Grenze? Und eine Grenze haben wir natürlich, ne? Wenn es um bestimmte Dinge geht. Aber... wir geben schon viel Preis. So, aber wir machen das auch gerne. Das ist keine Pflicht oder kein Druck, den wir da verspüren gegenüber unserer Community. Das machen wir ja gerne so. Und wenn wir sehen, okay, jetzt reicht's so, dann reicht's auch. Und dann können wir auch die Grenzen setzen. Aber so wie wir es machen, glaube ich, machen wir es ganz gut. Ich habe gelesen, dass deine Freundin kritisiert wurde, weil sie in München ist, was ja zum Teil mit einem Kind zu tun hat und bla bla. Was denkt man da eigentlich? Ach, das ist ja, weil keiner, das meine ich ja eben, da sind dann eben Grenzen gezogen, wo wir jetzt dann uns nicht jeden Tag dazu äußern, ja, wir sind jetzt da, weil wir das und das machen. Das ist dann einfach so und die Leute sehen das dann eben einfach nur, dass der eine jetzt gerade da ist und die andere gerade in München. Aber berührt dich das noch? Berührt dich das? Nein, also das berührt mich nicht, ne? Aber natürlich, wenn es jetzt wirklich irgendwie noch mal dann zum Riesenthema wird, dann fragt man sich schon so, hä, warum, was ist jetzt gerade passiert? Aber dafür gibt es ja bestimmte Gründe, ne? Dann ist es mal ein Kinderarztbesuch oder so. Da gibt es viele Gründe und auch verständliche Gründe, aber die müssen wir wiederum die Grenze gesetzt. Die müssen wir ja nicht. Aber krass, dann habt ihr genau den Blick auf Fluch und Segen, ja? Ja, genau. Aber alles gut. Was ist der nächste Schritt nach Berlin Tag und Nacht bei dir? Ja, der nächste Schritt, da denkt man natürlich ab und an mal dran. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde aber unbedingt in der Schauspielbranche bleiben. Also ich will unbedingt vor der Kamera stehen und... ja, das, ich sag mal so, den Grundbaustein, den ich mir jetzt in den letzten 2 Jahren aufgebaut habe in Sachen Schauspiel, möchte ich einfach noch weiter ausbauen und weiter ausbauen und dann mal gucken, wo die Reise hinführt. Ne? Ich meine, das, was ich jetzt erlebt habe die letzten 2 Jahre, hätte ich auch niemals gedacht und mal gucken, was jetzt die nächsten 2 Jahre kommt. Schauspielschule eine Variante oder eher nicht so? Ja, also darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber die Sache ist halt, dass ich ein Kind habe und bei einer Schauspiel, wenn ich jetzt Schauspielstudio mache, dann da... Es ist halt einfach mal dann 3 Jahre, wo ich keinen Cent verdiene. So. Gut, das mit Instagram und YouTube ist ja auch nochmal so eine Sache. Aber es ist halt zeitintensiv und ich weiß auch nicht, also ich bin persönlich der Meinung, das ist genauso wie mit Musik, bin ich der Meinung, dass entweder man kann singen oder man kann nicht singen und entweder man kann das Schauspiel oder man kann es nicht. So, ne? Also es gibt wahrscheinlich auch hunderte von Schauspielstudenten, die es trotzdem nicht können. So, ne? Das heißt ja nicht, dass man, wenn man das irgendwie lernt, dass man es direkt kann. Also ich glaube, man muss schon Talent mitbringen und wenn man das Talent hat, dann kann man das auch ohne Schauspielstudium schaffen. Mit wem spielst du bei Berlin Tag und Nacht am liebsten zusammen? Also mit meinem besten Freund, mit meinem besten Freund in der Rolle, dem Nick Becker. In Privat heißt er Tim Rasch, mit dem spiele ich schon sehr gerne zusammen. Also das ist auch so eine Sache, man braucht nicht viel sagen. So, wir gucken uns einfach an und wissen ganz genau, okay, so spielen wir die Szene jetzt.
Seid ihr befreundet privat? Ja, ja, wir sind befreundet. Macht das dann ernste Szenen ein bisschen schwieriger? Nee, gar nicht. Also das, dadurch, dass wir den Job beide sehr ernst nehmen, ist es so, ist es auch immer wieder eine Herausforderung dann. Und das macht halt so Spaß, dass man da jetzt nicht irgendwie, dass es nicht schwierig ist. Lustig ist, wenn man halt zum Beispiel eine lustige Szene spielen muss oder so, dann kann man sich halt wirklich da richtig reinversetzen, weil man dann einfach an was denkt, was jetzt vielleicht irgendwie, was wir vor ein paar Tagen mal erlebt haben oder so. Und ja, aber das, also ich sag mal so, dass man privat auch befreundet ist, das hilft uns eigentlich eher in der Sache, weil wir auch in der Rolle sind wir ja beste Freunde und kennen uns schon seit Geburt an gefühlt. Und deswegen ist das schon, hilft es auf jeden Fall. Und wenn deine Leute sagen so, hey, Berlin Tag und Nacht, kannst du mir da eine Rolle klar machen? Wie oft kommt das und was sagst du dann? Ja, das ist halt so, also das kam am Anfang vielleicht ab und zu, dann habe ich immer gesagt, Leute, was soll ich machen? Ich habe mich da selber eingekauft. Nee, aber was soll ich machen? So, ne? Und ich kann ja da nichts machen, also das ist ja nicht mein Job. Wirst du viel privat darauf angesprochen? Von deinen Freunden oder ist das so, okay, der ist jetzt bei Berlin Tag und Nacht dabei? Meine Freunde, die ich habe, die sind schon so lange meine Freunde, dass ich halt, dass sie das, glaube ich, die sehen mich gar nicht so. Die sehen das gar nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie im Fernsehen irgendwo mitspiele. Und deswegen spüre ich da auch überhaupt keinen Unterschied. Also dass der dann, klar kommt er mal, aber da kommt dann eher ein Witz anstatt irgendwie so eine Frage von wegen, ja, wie ist das oder so. Da kommt dann eher so ein Späßchen über meine letzte Instagram-Story. Wie alt muss man sein, um Berlin Tag und Nacht gucken zu dürfen? Also ich glaube, das ist eigentlich, dem ist dem Alter, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Also das muss, ja, das kann natürlich jeder selber entscheiden. Ne? Ich weiß, da sind manchmal Themen, die natürlich nicht so sind. Wann setzt du dein Kind davor? Das weiß ich nicht. Das ist völlig anders. Ja, nee, aber das weiß ich. Also was heißt, klar, also das müssen die Eltern halt wissen, ne? Wann sie ihr Kind irgendwie vor dem Fernseher setzen und was sie möchten, wie ihr Kind dann oder was ihr Kind dann schaut. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Und bist du jetzt schon ins Kinderfernsehen eingestiegen mit deinem? Nee, der ist ja erst 8 Monate, deswegen halten wir den dann noch vom Fernseher und so weg. Nur Netflix, Stranger Things. Nee, aber deswegen halten wir den da noch relativ raus. Und das soll auch erstmal, glaube ich, so bleiben. Wie ist dein Verantwortungsgefühl gewachsen dadurch, dass du jetzt aufpassen musst auf ein kleines Lebewesen? Ja, extrem. Also man hat viel mehr Verantwortung. Ne? Aber die Verantwortung ist nicht so, dass ich mir jetzt gesagt habe, Matze, du hast jetzt Verantwortung, sondern das war einfach irgendwie so, ich glaube, das macht irgendwie die Mutter Natur so. Jetzt musst du wirklich immer arbeiten gehen. Nee, aber dass du dann irgendwie, dass die Mutter Natur so irgendwas macht mit einem, denn dass das einfach so ist. Also das ist nicht irgendwie so, dass ich mir jetzt sage, ey komm, du musst jetzt Verantwortung tragen, sondern es ist einfach so. Man fühlt es dann einfach und das ist einfach in einem drin dann. Ja. Es ist auch ein sehr niedliches Kind. Ne? Dankeschön. Beide sehr, sehr gut gemacht. Danke. Es ist eine kleine Herausforderung mit dabei, ne? Mit dem Knie. Genau, also der hatte so eine, von Geburt an so ein Hämangiom, nennt sich das. Das ist übersetzt ein Blutschwamm. Der hatte das von Geburt an, das war ja riesengroß. Also das war größer als das Knie eigentlich ist. Und aber der hat das jetzt, also die Ärzte, die haben uns da sehr gut betreut oder betreuen uns immer noch weiterhin super. Und wir sind da in ganz tollen Händen. Und sind darüber auch sehr froh. Und das ist jetzt schon Haut eben, das Thema gehoben. Und das, also für uns, ne? Mhm. Also wenn es jetzt ein anderer, wenn du das jetzt zum Beispiel sehen würdest, du würdest wahrscheinlich immer noch sagen, okay, wow. Aber für uns ist es echt, also gefühlt weg. So. Und er hat damit auch gar keine Beeinträchtigung. So. Und da wie ist groß alles. War der Schock? Der Schock war riesig. Also das war, man hat sich das dann alles doch ein bisschen anders vorgestellt. Und dann war das halt, also die haben uns das dem Milan gezeigt so, ne? Und ich habe das halt von der Seite gesehen. Ich war ja bei Jenny am Kopf da, wie man das halt bei der Geburt so macht. Da sitzt man ja dann beim Kopf da. Und dann kam halt die Schwester mit Milan auf dem Arm. Und ich habe ihn nur von der Seite so gesehen. Der hat ja so ein Handtuch rum. Und nur von der Seite gesehen, dann habe ich das Knie gesehen. Und es war halt so im rechten Winkel. Und hier war halt dieses Hämangiom so riesig groß drauf. Und ich dachte halt, er hat kein Unterbein. Ne? Und ich dachte halt, der hat nur jetzt den Oberschenkel so. Und das war's dann. Und ich war total geschockt. So, ne? Aber, hast du das gezeigt in dem Moment? Das ist so komisch zu beschreiben. Ich habe in dem Moment fast gar nicht so richtig. Das war so überwältigend, dass ich in dem Moment für ein paar Sekunden einfach gefühlt gar nichts gefühlt habe. So, ich war total leer, aber gleichzeitig auch so voll. Also ich kann es gar nicht. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Und irgendwann kam dann, also wir hatten ja den ganzen Tag Untersuchung und wurden dann auch nochmal von dem einen Krankenhaus ins nächste verlegt. Und da, das ist auch alles in meinen Erinnerungen, ist es so wie so ein Zeitraffer, das ist einfach so über an jedem Arzt irgendwie vorbeigerannt. Und dann abends, wo wir dann gewusst haben, okay, das ist, man weiß jetzt noch nicht genau, was es ist, aber es ist nichts Bösartiges,
war dann, da kamen dann Tränen. Also da saß ich dann unten vor dem Krankenhaus und habe dann erstmal eine geraucht und dann war dann so, boah, dann kam ein richtiger Gefühlsausbruch. Und da habe ich gelacht und geheult irgendwie für mich alleine. Das war ganz krass. Das war die Web-Talkshow mit dir, Matthias. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung nochmal. Hat sehr Spaß gemacht. Das fand ich auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in einer Kamera dieser Welt gesagt hast. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil du bei Berlin Tag und Nacht nicht spielst. Deswegen ganz viel Spaß. Und für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ach, scheiße. Liebe Jenny und lieber Milan, ich grüße euch ganz doll. Und ich liebe euch von ganzem Herzen. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft.